Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Warten wir, bis Cal seine Knarre zieht. Nein, okay. Sonst zieht er immer seine Knarre, wenn ich hier mal ein Intro machen will, ne? So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Action Gear gehabt, ne? Wir haben diesen riesen Mecha-Robo von dem Imperium erledigt. Und ja, war eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben einfach nur ein paar Sachen in den reingeschubst, ne? Und ja. Ich habe mich hier noch mal ein bisschen umgeschaut, also auf der Karte, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Irgendwie finde ich hier nichts mehr, ne? Das Einzige, was ich noch finde, ist, jetzt habe ich schon direkt wieder was gefunden. Cool. Okay, so viel dazu. Ja, das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist hier diese eine Ruine mit diesen Rätseln, ne? Und ich habe wortwörtlich irgendwie versucht, so 5 Minuten lang irgendwie so alle möglichen Kombinationen auszuprobieren. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, um zu gucken, ob ich irgendwo so einen Hinweis finde. Und hin und wieder findest du manchmal so Symbole an Wänden, so wie da, von denen einige irgendwie so am Leuchten sind, einige nicht. Aber meistens sind dann immer 10 Symbole und dann sind so 8 Symbole. Also habe ich gedacht, irgendwo da müsste da so ein Tipp sein oder so. Dann unter in meiner Datenbank habe ich auch so ein bisschen nachgeschaut, irgendwie so Ruine von Urma oder wie auch immer das heißt, habe ich auch nichts irgendwie informationsmäßig irgendwie gefunden, was mir einen Tipp geben könnte. Also ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Ich werde einfach meine Augen aufhalten für irgendeinen Hinweis, wo vielleicht irgendwie was dran steht. So, hör mal hier, bei wenn du 8 Symbole findest, musst du das machen, ne? So, ich sehe noch eine Menge Sachen, sehe ich gerade. Gut, wir sollen zum Archiv zurückkehren, ne? Und den Leuten da wahrscheinlich Bescheid geben, aber ich gehe natürlich erstmal hier alles andere erkunden. Und zwar, was haben wir hier? Das ist Meditationspunkt an der Horeten-Basis. Na gut, wenn wir die Dinger schon gefunden haben, dann tun wir die natürlich einmal ganz kurz hier abchecken, ne? So ein paar Gegner habe ich natürlich fertig gemacht auf dem Weg zu diesen Rätseln, ne? Aber jetzt keinen Level Up oder so bekommen, ne? Aber so ein paar Erfahrungspunkte habe ich bekommen. Also ja, wieder so, oh ja, Maren, hey. Also ich weiß nicht genau, wie ich das Rätsel lösen soll. Ich will auch nicht wissen, wie man das Rätsel löst, ne? Ich hoffe ja, irgendwann wird irgendwie mal nicht. Wird mir jetzt schon klar sein, ne? Gucken wir mal. Und wenn nicht, dann eben nicht, ne? Aber ich guck noch mal. Ich will auch nicht wissen, ob man dafür irgendwie einen Hinweis oder so finden kann oder irgendwie sowas. Das erste wird das vertagt, ne? Dann ist zwar grün, das heißt irgendwie, ich kann da wahrscheinlich schon irgendwie durch, aber im Moment noch nicht, ne? Wie bin ich letztens hier hochgekommen? Ich war schon mal da oben, das weiß ich. Oh, da kann man irgendwie hoch, glaube ich. So, wir können ja jetzt den, ja, ne? Das heißt, wir können jetzt hier. Ich glaube, da kann man einfach hochklettern, ne? Oder so. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen weitere Distanzen hier abcovern, ne? Und ja, das wird es, glaube ich, so ein bisschen einfacher machen bei einigen Erkundungen jetzt, ne? Obwohl, jetzt wird wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, was der nächste Planet sein wird oder was auch immer, ne? Aber der wird wahrscheinlich schon darauf ausgelegt sein, dass ich jetzt irgendwie diese Fähigkeit habe, ne? Weil ich glaube, ich finde hier nicht mehr viele Sachen irgendwie, die ich hier machen kann anscheinend. Also hat uns das jetzt nicht viel mehr gebracht. Ne, da müssen wir mit den Ruinen. Da ist noch was Grünes, ne? Also können wir auch da durch, ne? Guck mal hier, wer bist du denn? Ich wusste nicht, dass jemand von den Narkis so nah an den imperialen Stellungen sperrt. Das tun sie auch nicht. Und ich bin keine Späherin.
Lasst mich in Frieden. In Ordnung. Gut, Marin. So. Das ist aber nicht das, ne? Du sagst mir, das ist grün. Es ist nicht grün. Leute. Das Spiel sagt mir, das ist grün, aber ich kann da nicht durch. Was macht ihr hier draußen? Ich warte auf eine Lücke in den Patrouillen. Entschuldigung. Ich nehme die Antiquitäten aus diesem Lager mit. Bringt ihr sie zurück ins Archiv? Nein. Zur heiligen Stadt. Ich werde sie verkaufen. Verkaufen? Wir sollten euren Krieg nicht führen, Jedi. Aber wir bezahlen euren Preis. Ich werde nicht Amias Weg beschreiten. Diese Relikte sollten genügend Kredits bringen, um eine Passage von hier wegzubuchen. Hör zu. Wenn das Imperium die Relikte bis in diese Region verfolgt, schöpfen sie vielleicht Verdacht. Und wenn doch, seht euch um. Das Imperium ist längst hier. Was ist, wenn sie rausfinden, dass ihr in einem aktiven imperialen Suchgebiet Relikte verkauft? Ihr werdet die Relikte hier lassen. Ich lasse die Relikte hier. Belastung. Es ist ein weiter Weg zur heiligen Stadt. Diese Relikte würden euch nur... Wollt mir all eure Relikte geben. Es ist ein weiter Weg zur heiligen Stadt. Sie würden mich nur aufhalten. Ich lasse doch besser alles hier. Nehmt die Türcodes. Macht damit, ja, ich wollte schon sagen. So kommen wir da rein. In Ordnung. So, wenn du was sagst, ne, mache ich dann natürlich gerne. Oh, hey. So gut, dass die Sachen wesentlich verzeichnet sind auf der Karte. So, hey, hör mal, hier ist was, was du noch erreichen kannst. Cool. Fähigkeit, Punkt. Wieder eine gute Tat. So. Noch irgendwas habe ich hier gerade gesehen. Wasser. Da war aber, glaube ich, schon, ne? Irgendwas hatte ich hier gerade noch gesehen. Wo ist es? Eine grüne Tür irgendwo. Ich meine, hey, Fertigkeitspunkt, ne? Das bringt's auf jeden Fall. Ich glaube, war hier in der Nähe. Ja, das hier habe ich auch gesehen, aber da müssen wir so oder so hin. Aber irgendwo hatte ich noch was gesehen. Gerade. Wo ist es? Wo war es? Ich habe es doch gerade noch gesehen. Hier. Und hier. Ist das sehr weit? Ja. Warum werden diese Marker nicht auf der Karte angezeigt? Das stört mich voll. Okay. Wie komme ich jetzt da runter? Kalisar, der stirbt ja immer, wenn er irgendwie, weil er nicht 5 Meter über dem Boden ist, ne? Wird ihm alles direkt schon schwarz, ey. Okay. Oh Gott. Bereit, BD? Vorsicht, du, jetzt bin ich Vorsicht. Ruhig, langsamer. Das haben wir noch gerade aus, ne? Ja. Du schaffst das. Ja. Ja, weiter, immer weiter. Ich will absteigen. Ich wollte so. So, jetzt kommen wir hier durch. Oh, Machtrisse. Oh. Ich laufe mal wieder mit dem Doppelschwert rum, ne? Und mit den Blasterpistolen. Okay, was haben wir hier? Kann man ruhig wieder so ein Parkour-Ding kommen, ne? Bis jetzt habe ich irgendwie nur Kämpfe gehabt. Oh, perfekt. Man bleibt in der Wüste. Zerschwitterte Entschlossenheit. Okay. Gott. Okay, ich start aber nicht wieder vom Anfang an, okay. Kann ich hier auch durch? Nee. Oh, muss ich hin? Oh Gott. Oh, ich darf die gar nicht berühren. Oh. Oh. Ah.
Da könnte lustig werden. Oh Gott, das. Ich fühle mich, als würde ich Crash Bandicoot 4 hier spielen gerade. Ah. Okay. Ja, also mal ein bisschen. Vielleicht so einfach machen. Nein, komm noch mal ein bisschen. Ich mache aber lieber sowas als irgendwie hier. Oh nein. Nee. Ich mache aber ganz ehrlich lieber sowas als irgendwie hier so Kämpfe, die ja fast unmöglich sind. Ich stelle mir vor, so Parkour ist irgendwie einfacher. Für mich jedenfalls. Ha. Das ist nur halt immer, du musst immer so viele Sachen am Stück machen, ey. In Crash Bandicoot 4, da gab es auch irgendwie so eine, die allerletzte Level, eine der letzten Level, da musste es musstest du all deine Maskenfähigkeit einsetzen. Da haben sie irgendwie so, haben sie irgendwie, weil nicht so Momente reingepackt, wo du irgendwie bei jedem Sprung irgendwie deine Maske irgendwie wechseln musstest, ne? Und mein Gott, das war sowas von nicht lustig. Nein, da war glaube ich schon am Ende. Oder auch nicht. Wo bin ich gerade? Bin ich am Anfang? Ja, ich wollte schon sagen. Ah, ich hätte es fast geschafft, glaube ich. Ja, ich bin schon wieder. Ah, kein Wunder, dass erst abgesperrt war, ne? Und das Ding kannst du ja nicht hier durch. Oh nein, ich bin immer zu ungeduldig, Mann. Ganz ruhig, Mann. Warum starte ich denn jetzt von der Seite immer? Okay. Nein, warum springst du nicht daran? Ah. Okay, ruhig, ruhig. Ich habe das verfehlt. Das gibt's nicht, Mann. Nein, Mann, was machst du da? Da, mein Gott. Oh Gott, ich dachte, das wird nicht reichen. Einer. Oh. Oh, davon hatte ich schon letztens genug. Oh, boom. Okay, war nicht so schwierig. Lecker mio. So. Hab ich bekommen. Okay. Na, Fertigkeitspunkt. Okay. Bin ich aber ganz ehrlich, einfacher als die Kämpfe. Okay. Irgendwas war hier noch, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Da. Entschuldigung. Ja, den habe ich verfehlt. Ernsthaft, nachdem ich das Ding gerade erledigt habe, mache ich so einen Anfängerfehler. So,
So, bin ich ja schon mal hochgegangen? Ja, ne? Oder ist ein... War ich ja schon mal? Da kommt mir so neu vor. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Ich bin die Gefahr. So, hier sehe ich schon wieder. Wer war ich doch schon mal, ne? Wenn ihr überall Dings sind, ne? Wenn ihr überall diese Abkürzungen sind, dann muss ich ja schon mal gewesen sein, ne? Das ist auch noch was. Scannen. Heldenbegräbnis. Der lebt noch. Ah, kann ich mit wechseln? Danke. Da wäre schon dahin gegangen. Ah, noch irgendwo. Muss ich mit irgendjemandem unterhalten? Ah, nee, warte. Zum Ball. Also ich habe schon da gesehen, da kann man rüber rennen. Ich weiß nicht, ob ich das erreiche. Total. Aha. Ich bin allen dankbar, die diesen Weg vor mir beschritten haben. Mit der Zeit kann ich Jeddah hoffentlich so sehen, wie sie es einst taten. In dieser Galaxis herrscht Aufruhr. Ich wollte schon sagen. Wir brauchen die Weisheit derer vor uns. Hat mein Blaster Ladehemmung? Kannst du mal nachsehen, ob mein Blaster Ladehemmung hat? Ich werde deinem Blaster nicht zu nahe kommen. Okay, aber wenn er nicht schießt, bist du schuld. Wir müssen denn eine... Gegner nähern sich. Wir müssen ja schon Abkürzungen alles. Ich war noch gar nicht hier. Oder? Keine Ahnung. Oh. Du musst neues zum Anziehen. Kam ein bisschen Staub raus. Ah, der Wanderer. Oh, der Wanderer. Sieht man nur die Handschuhe. Ja, warum nicht? Da kann ich ja runter, ohne zu sterben. Okay. Jo, war das richtig? Ich gedacht, ich müsste da unten lang. Muss er bestimmt noch mal ändern irgendwann. Was ist das da? Ach, die haben so Droiden. Ich nehme an, ich komme da nicht so rüber, ne? Doch, komme ich. So, wo gehe ich denn als nächstes hin? Was ist denn da drin noch? Mach dich kampfbereit. Ah, was soll man den hier machen? Wir werden gemeinsam kämpfen. Okay. Ja, diese einen Viecher sind voll nervig. Ich hätte vielleicht noch weitermachen sollen. Oh. Ha. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ein Stück.
Ja. Es stehen keine Gegner mehr. Diese kleinen Viecher habe ich schon heute gekämpft, als ich jetzt zu diesen Rätseln gerannt bin, habe ich schon Übung drin. Ne? Irgendwie ist ja nichts. Mit denen habe ich mich heute schon gekloppt. Und da sage ich einfach nein, danke. So. Aber warum? Hier ist irgendwie nichts. Cool. So, du bleibst immer noch da. Jetzt muss ich wieder zurück. Ich hätte gedacht, das Ding bleibt vielleicht so, wenn ich irgendwie das Ding ändere, ne? Aber nö. Diese Fähigkeit ist so für mich wie ein Mega Man X jetzt hier. Ich habe so ein Air Dash, ne? Jetzt einige neue Orte erreichen, ne? Kann man ja auch nicht am Anfang an immer. Jemand hier? Da ist noch was. Ich glaube, das hat geholfen. Was? Was hat das geholfen? Habe ich immer noch Viecher? Was habe ich gemacht? Willst du mich auch erleuchten, Kerl? Ich bin ja der, der hier für diese ganze Operation zuständig ist, ne? Also muss mir auch schon so ein bisschen mit mir reden, ne? Ich nehme jetzt mal einfach an, ich kann jetzt. Ich brauche das nicht mehr, ne? Ich habe da alles aktiviert, ne? Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht muss ich hier irgendwie was. Vielleicht zeige ich ja so eine Wand. Ich gehe nochmal zurück. So, ich will das Ding hier ändern. Damit er nach oben geht. Kann ich da wieder umändern? Hier habe ich das nochmal aktiviert. Hier irgendwo war das, ne? Aber wie? Da muss ich den Ball hier rausholen, ne? Guck mal. Immer neue Sachen ausprobieren, ne? Wenn sich was ändert, immer gucken, was sich geändert hat, ne? Was aktiviert hat, meine ich. So. Einmal das Ding da rein, bitte. Da, ne? Ja. Jetzt nehme ich an, muss ich da oben hin, ne? Muss ich jetzt mal raten. Wann habe ich irgendwas aktiviert? Und dann bringt mir ein wunderschöner Preis, nicht wahr? Ich weiß immer nicht, warum hier eine Abkürzung ist. Ja, hier sind irgendwie. Ich bin hier oben, aber. Oh nein, das ist so ein Typ. Oh, ich werde mir ja sowas von notiert. Warum? Aua. Ich vergesse es immer, ne? Sagen kann man einer den einen Typen da erledigen, der geht mir ein bisschen auf die Senke. Oh nein, ich erinnere mich an Gefahr, nicht nett. Nein, ich wollte gar nicht einsammeln und den anvisieren. Leben, aber ich finde das auch.
verschwinden, andere meinen Platz einnehmen. Sehr gut, Cordova, aber man hat ja voll in Panik. Haha. Wir müssen miteinander verbunden sein. Cordova würde es wissen. Dann fangen wir den als nächstes, ne? Nehme ich an, irgendwann. Irgendwie kann ich ja nichts machen. Also eine Ruine hatten wir ja schon mal, ne? Also nehme ich mal an, wenn ich die alle aktiviere, ne? Dann bekomme ich den ultimativen Preis, ne? Ja, ich glaube, mehr ist ja aber nicht, ne? Gucken wir mal. Die Soundkulisse, die aus meinem Controller kommt, ne? Da kommt viel mehr Geräusche raus, wenn ich irgendwie meine Kopfhörer raus habe. So bei jedem Angriff und so was, weiß ich nicht. Also ja, schon interessant. So. Und hier ist der nächste, ne? Müssen wir nach links fliegen. Ich brauche mal kurz ein Flugtaxi, ne? Oh, hier. Boah. Ich hatte ja beinahe verpasst. Hast gar nicht gesehen, ey. Aber wenn ich halt verpasst hätte, ne, dann hätte ich mich hier irgendwie, oh nice, dann hätte ich mich irgendwie wund gesucht irgendwann, ne? So was, hier fehlt noch ein Sammelobjekt, aber ich habe doch ja schon alles gemacht. Da oben kann das nicht sein, 100% perfekt. So wie dazu. Gut. Dann auf und davon. Da ich sehe ja schon den. Sehe ich schon den Meditationspunkt. Ich habe gerade so viele Fähigkeitspunkte, ne? Boah. Erstmal wieder ein bisschen hier ausgeben, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Archiv. Am liebsten würde ich jetzt einige der älteren Planeten hier. Hey, euch Leuten habe ich gerade gesehen. Ich wollte jetzt nicht den Planet verlassen, ne? Einfach nur, weil ich jetzt nicht weiß, wo mich das Spiel als nächstes hinschickt, ne? Deswegen habe ich jetzt einfach gewartet und geguckt. So, gute Frage, ne? Ich hoffe, irgendwann kriege ich mal diese. Brauche ich denn ja eigentlich? Ich brauche gar nichts, ne? Unerbitterlicher Magnet. Ja. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? So Magnet. Was bedeutet das? Na, ja, komm, ich muss mal daran denken, das öfter einzusetzen. Und weil das als nächstes, man hat ja gesehen, wie gut der Machtschub ist, ne? Wenn er hochgelevelt ist, deswegen sollte ich vielleicht. Aber das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Okay. Aber wir haben ja noch Zeit, ne? Noch Gegner zu töten irgendwann. Das heißt, wir haben noch mehr als genug Zeit, hier Erfahrungspunkte zu bekommen. Hoffe ich. Also warten wir erstmal damit, ne? So, wir haben jetzt wieder ein paar Fähigkeitspunkte und so bekommen, ne? Und Zeugs. Bonus-Slot, ja, der Bonus-Slot. Ich wieder vergesse. Ich glaube aber nicht, dass ich irgendwas hier brauchen kann, ne? Da brauche ich eigentlich nicht so sehr. Blockanzeige wird erhöht. Weisheit, Erfahrung und Wurfschaden habe ich. Angriffe sind effektiver, die gegnerische. Ich glaube, das hätte ich gerne. Wenn man das sollte die Kämpfe ein bisschen einfacher machen, ne? So, irgendwas ist hier noch. Das ist noch eine grüne Wand. Reden wir mal mit Cordova. Du hast großartige Technologie zutage gefördert, Kerl. Geh nicht so nah. Was haltet ihr von diesen Geräten? Jedi. Und sie müssen überaus begabt gewesen sein. Das wisst ihr, indem ihr einfach einen Blick darauf werft? Wir verewigen uns. Sagt derjenige, der irgendwie die Vergangenheit von Gegenständen spüren kann, wenn er die Macht benutzt.
wie Bob. Du bist viel mehr als eine Maschine, alter Freund. Bob. Okay, wir plaudern später. Okay. Hier muss ich näher reden. Mit dir, Sia. Sia. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova. Dir nun einen Weg durch den Abyss? Kein mit dir geredet. Doch du vielleicht, Kerl. Bode und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Ort. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Wer ist dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagon. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung. Die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tanalore auf. Und der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Dagon Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagon zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagon brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagon der Schlüssel nach Tanalore ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen drei davon verschwunden. Da müssen wir anhängen. Außen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagon hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Abenteuer. Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ja, aber vor allem keinen Bock. Stick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Willst du auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich stelle mir nicht als einen sehr guten Plan vor. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Das heißt Wüstengeist. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn wir uns alle da versammeln an diesen einen Ort, ne? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann das Imperium kommt und sich das findet, ne? Und dann alle am Auslöschen ist, ne? Ich habe mich ja, als wir den ersten Teil durchgespielt haben, ich mir auch schon gewundert, warum haben wir überhaupt diese Daten da alle erledigt, hier diese kaputt gemacht, die wir irgendwie das ganze Spiel lang gesucht haben, ne? Mit dieser Liste von Jedis und so, ne? Hab ich ja auch gefragt, irgendwie. Okay, irgendwo. Da.
komme ich aber nicht hoch. Da komme ich hoch. Muss nur wissen, wie. So, rückblickend betrachtet hat er die Dinge wahrscheinlich kaputt gemacht, damit das Imperium nicht da ankommt, ne? Aber die Dinge kaputt, wenn die Dinger kaputt gehen, dann können die die halt nicht finden, ne? Also deswegen hat er wahrscheinlich das Ding kaputt gemacht, ne? Aber trotzdem, da hat voll lange gedauert, die zu finden, ne? Deswegen hätten wir die ruhig behalten können, finde ich, ne? Vor dem Sinne so, ah, wenn ich das nicht haben kann, kannst du das auch nicht haben. Blag. Mein Lichtschwert sollte ich vielleicht auch mal irgendwie bearbeiten, aber ich weiß irgendwie nicht, was ich irgendwie so zwischen den Parts machen soll. Ich traue mich nicht irgendwie was zu machen. Ich dann irgendwie die Story fortsetze oder irgendwie sowas. Geht mir auch so. Wir haben unsere Anzahl lange verdorben. Die muss schon Jahrhunderte hier liegen. Wie gut, dass ich die immer noch hören kann. Eine Schriftrolle. Bringen wir sie in Sicherheit. Ernsthaft, niemand ist hier mal hochgeklettert. Hat sich hier mal umgeschaut. Diese Schriftrolle ist verloren gegangen. Das ist kein Machtriss, ne? Das ist ein Boni, ne? Wie hat's mal mit Gesundheit oder so, ne? Ich bekomme die ganze Zeit Macht und Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Fähigkeitspunkt, nicht Fertigkeit. Kann ich direkt ausgeben eigentlich wieder, ne? Ich wollte ja meinen Dings hier hochleveln, mein Machtgriff, und ich brauche, glaube ich, 2. Der Bildschirm immer so schwarz wird, wenn er irgendwie so 2 Sekunden in der Luft ist. Ich bekomme Kriegsflashbacks. So, nee, Macht. Ah, nee, 3 brauche ich. Ich dachte, ich brauchte 2. Aber nein, ich brauche 3. Aber wir sind ja kurz davor, ne? So, mehr ist ja nicht, ne? Da oben ist noch was. Hier. Komme ich schon da hin? Was ist dieser gelbe, dieser blaue Punkt da? Oh, ich glaube, da muss ich hier so, ne? Komme ich nochmal da oben hin? Da mit dem Aufzug, okay. Na gut. Also ein Speedrun-Move hier. Den die Speedroller alle benutzen, ne? Also jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Legend of Zelda Speedrun irgendwie sehe, der dreht sich ja durch, ey. Und die Gegner sind die ganze Zeit so am Rollen, ne? Ha, ha. Ja, ist ja irgendwie, wenn ihr irgendwie so, weiß ich, so ein Ocarina of Time oder Majora's Mask Speedrun irgendwie anschaust, alles, was du hörst während des ganzen Speedruns, ist einfach nur ja. Okay, dann drehst du ja durch. Ey. Nein, danke. So, das müsste ich ja noch erreichen. Ne? So. So. Geht von der anderen Seite auf. Ja, macht ihr mal eine auf, das ist unsere Basis hier. Kann ich mal jemand aufmachen? So, Ecke, guck mal hier. Ich kann schwören, ich habe mich doch mehr jetzt schon umgeschaut. Schwestern, wir haben einen hochverehrten Gast, der Weise der Meisterin Janda unterwiesen hat. Kommt, Meister Cordova. Ihr seid bestimmt erschöpft von der Reise. Ich zeige euch den Weg. Ich glaube nicht, dass ich das darüber schaffe. Kann ich da hier so rennen? Das sieht so aus, ne? Nein.
Soll ich denn sonst reinkommen? Das sieht auch ein bisschen weit aus, ne? Aber wie denn sonst? Grease von drinnen in der Mante, in der Mens nur so, was war das? Klingt, als wäre irgendwas auf die Mens runtergefallen. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich da auch hätte rübergehen können, dann wäre irgendwie so ein Ding hier in der Luft, ne? So ein grünes Teil, so, ja, du kannst hier rüberspringen, wie bei den anderen Teilen gerade. Aber man muss es ja mal versuchen, ne? Außerdem habe ich gerade ein Echo gefunden. Ding Dong, Palim Palim, bin wieder da. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Zurück nach Kobo. Oh. Wir brauchen einen speziellen Kompass zur Navigation durch den Abyss. Ein Kompass? Okay, klar doch. Was immer du sagst, Kleiner. Oh, und Marin kommt auch mit. Moment, was? Marin kommt mit uns? Warum sagst du das erst jetzt? Ich hätte sauber machen können. Na, großartig. Okay, ab nach Kobo dann anscheinend. Weil ich sowieso zurück, ne? Weil wir haben da... Bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Coruscant. Da können wir auch zurück. Ah, ich meine, ich wusste, wir konnten irgendwann mal da zurück, ne? Ich meine, hier sind auch wieder einige Sachen, ne? Hier sind eine Menge Türen, sehe ich gerade. Was ist denn jetzt mein Hauptziel eigentlich? Suche auf Kobo nach dem Kompass. Weil da hatte ich im Garten auf dem Dach in den Saloon niedergelassen. Und wie du die Kopf geht, in Stein, also falls du weiter aufgehört. Ja, ich muss die erstmal annehmen. Ah. Ich würde sagen, die nächsten paar Minuten werden wir noch kurz kosten. Wohin geht's als nächstes? Weil wenn wir schon kosten zur Verfügung haben, ne, und wir haben diese neuen Fähigkeiten, dann ja. Nie drüber nachgedacht, aber ja, stimmt. Coruscant ist die Hauptstadt von Imperium. Palpatine lebt ja im Jedi-Tempel, ne? Oder Überreste, glaube ich. Palpatines Palast, ne? Und Vader lebt auf Mustafa, glaube ich, ne? Und hat er da seine Bude irgendwie eingerichtet. Damit er sich jedes Mal daran erinnert, wie er zu Vader geworden ist, ne? Keine Ahnung. Soll angeblich der Grund gewesen sein, ne? Ich glaube nicht, dass er sehr gesund ist. Ah ja, auf diesem Planeten hatte ich mein Trauma. Also lebe ich hier. Ich wäre irgendwie nach Tatooine gegangen. Irgendwie hat die Leute da theorisiert. Da wäre eigentlich die beste... Da wäre doch eigentlich die beste Wahl gewesen, ne? Bist du froh, wieder da zu sein? Ja. Es ist schön, wieder zu reisen. Grease ist im Cockpit ein bisschen zittrig. Er kommt schon wieder rein. Ist eine Weile her. Red über mich. Ich fürchte den Tod nicht. Würde aber lieber nicht auf der Mantis sterben. Ist nichts Persönliches. Ihr wisst schon, dass ich genau hier stehe, ne? Um es sich auf der Mantis gemütlich zu machen. Ach ja? Was hat sie gemacht? Nun, zum einen vergisst sie einfach, ihre dreckigen Teller und Tassen zu spülen. Sie bleiben einfach auf dem Tisch liegen. Wieder einfach. Hey, Grease, spül uns. Vielleicht hat sie verhext. Was? Das kann sie? Vielleicht solltest du auch einige Aufgaben übernehmen, BD. Und piepsen ist keine Aufgabe. Bin ich klasse, wie die alle übereinander reden, während die direkt voreinander stehen. So unbedeutend. Was du nicht sagst. Ha, die Erinnerung, die wir hatten, ne? Wo unsere Kollegen alle gestorben. Oh. In die Taschen der Politiker auf den höchsten Ebenen. Die meisten bekommen davon aber nichts ab. Auch wenn sie es nicht wissen. Vielleicht können wir das irgendwann ändern. Okay.
So, ja, ich weiß auch, für Mentes ist auch ein, auf der Mentes ist auch ein Teleportpunkt, aber was soll's, sonst kommt Bock wieder reinzulaufen. Ein bisschen hier rum. Oh, sind Gegner. Ich habe das Wort, was ich gerade gesagt, Hauptstadt des Imperiums, ne? Ich weiß nicht, warum ich nicht damit gerechnet habe, dass hier noch keine Gegner kommen. Ah. Ja, ich glaube, diese eine Fähigkeit bringt's, ne? Die Abwehr zu durchbrechen. Oh Mann. Ja, klappt nicht. Ich weiß nicht, warum ich da versucht habe. Habe ich die Munition irgendwann mal erhöht? Ja, ne? Na, oh, ich hätte den vielleicht. Ich glaube schon. Ich dachte, da steht noch einer. So. Okay. Ja, hätte vielleicht irgendwie mich direkt teleportieren sollen, weil das war. Oh. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Ne? Da können wir noch nicht durch. Wir können. Ja, da kann ich auch sehen, 100% erkundet. Hier fehlt anscheinend noch irgendwas. Hangar. Aber da ist ja auch noch so eine geschlossene Tür, ne? Hier haben wir Meditationspunkt, Frachtverteilungslager. Es gibt nur die Macht. Und Credits. Frachtverteilungslager. Mein Korsen ist ja nicht so groß, ne? Also. Hier alles zu erkunden wird, glaube ich, nicht so lange dauern, ne? Außer wir haben irgendwie voll die Machtrisse, die wieder voll super schwierig sind, ne? Okay. Ah, hier, ne? Ich hoffe, es geht. Aua. Der ist da rübergesprungen. Kann doch nicht machen. Aua. Noch jemand? Okay. Ah. Nein, den anderen. Aho. Na, da soll ich rüber. Da war ich nicht. Hör doch mal gut, Mann. Okay, so, mein Gott. Ich wollte eigentlich nur hier hin. Ich wollte nur hier hin, Leute. Na, hier kann ich nicht durch. Ah, ha, 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 ha. Oh, wieder was zum Schlürpfen. Noch ein Fertigkeitspunkt. Bekommen eine Menge Fertigkeitspunkte heute anscheinend. Na, wie komme ich denn jetzt darüber? Komme ich da zurück? Ja, ne? Oh, da ist ein. Ha! Ist noch jemand am Leben?
wollte eigentlich den Typen hinter dir treffen. So, also ja, Blaster ist schon witzig, wenn man genug Schüsse hat, ne, und man den Präventivschlag auf seine Seite hat, ne, so aktiv im Kampf ist ein bisschen, oh nee, also was hier. Doppelkriegen Kampf. Zack. Okay. Was ist das? Will ich das wissen? Das stimmt, hier war ich schon mal, ne? Ich wollte hier irgendwie gucken mit den Batterien, ne? Aber ich glaube, da kann ich noch nichts machen. Oh, ich bin so froh, ich eine Knarre ab. Diese Dinger hasse ich. Oh, diese Dinger habe ich schon im ersten Teil erst, glaube ich. Weil die mal so ein komisches Rhythmus haben, ja. Mit ihren Schüssen. Okay. Wo führst du mich hin, Mister Aufzug? Oh Gott, ist das hier ein ganz neues Gebiet? Warte mal. Erstmal. Ah, Dreck. Oh, ich kann das nicht aktivieren. Oh, natürlich kommt er hier auf den Schoß. Na, ich habe gerade meinen Dings gewechselt, du. Oh, das ist ein nicht sehr schöner Ort hier zum Kämpfen. Irgendjemand hilft mir. Nein. Boah, sehr. So. Macht er jetzt? Ja, warte mal. Ich meine, so klappt es natürlich auch, ne? Warum nicht? Hab ich gar nicht in der Luft zurückgeschossen? Das kann ich, da geht. Au! Ich bin durchgehend am Brennen. Der trifft mich auch noch. Mein Gott, das ist so eine. Man geht mal weg von mir, ey. Ah. Du stirb, Mann. Nein, der hat mich schon wieder getroffen. Wie direkt mit dem nächsten Angriff hier um die Ecke kommt, ne? Oh, was soll ich denn hier machen? Ja, und jetzt mal, wenn ich mein Dings hier wechsle, ne? Ah. Damit ich das schaffe, ja. Na, BD, kannst du ihn mal auf unsere Seite holen? Oh.
Nein. Hilf mir, Kollege. Ey, weit zum. Ja, ich hab voll gebracht. Hey, jedes Mal, wenn ich meine Dings wechsle. Oh, ich bin tot. Ich will die Dings hier erledigen. Gott, ich bin tot. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Mache ich hier jetzt? Folgt der eine Typ mich immer noch? Bei meinem Plan wäre jetzt hier nämlich die Dings hier zu aktivieren, die Abkürzung. Ich weiß nicht, dass ich das überlebt habe bisher. Ach, der ist direkt da. Ja, natürlich ist er direkt da. Ich muss nur da oben hinkommen. Was? Aha. Was ist hier überhaupt? Deswegen bin ich überhaupt hier hingekommen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, dass ich das hier alles überlebt habe. Oh mein Gott. Ja, Fähigkeitspunkte, bitte. Ich weiß nicht, dass ich dieses ganze Fiasko gerade überlebt habe, ey. Ich hab's gesehen und muss mir nicht. Als nächstes tue ich wahrscheinlich hier Verwirrung ein bisschen hochleveln, ne? Oh mein Gott. So, ist denn noch was? Warum bin ich hier hingekommen? Warum bin ich hier hingegangen? Irgendwie ist da nichts. Ich habe den Aufzug da gefunden, ne? Deswegen bin ich da hochgegangen, oder? Schon 100% erkundet. 93% habe ich schon erkundet. Ist hier noch irgendetwas? Ich glaube nicht, ne? 100% erkundet. Hier ist noch was. Ne? Aber hier ist eine Tür. Hier ist noch was. Hier ist noch irgendwo was. Punkt. Ja, solche Kleinigkeiten, wo mir irgendwie nur so ein, zwei Sachen auf der Karte fehlen, ne? Guck mal, hier ist ja immer noch was. Diese Sachen, die mache ich erstmal am Ende, so, ne? Wenn ich so sehe, so, oh, hier habe ich nur so und so viele Sammelobjekte, ne? Dann geht es mal irgendwie, weil nicht. Gehe ich mal irgendwann so offscreen hier so durch, ne? Im Moment. Gehe ich nur auf die Sachen los, die irgendwie, ja. Die ich, noch auf der Karte sehen kann, ne? So, ich würde sagen, wir gehen zurück zum Mentes und in der nächsten Folge geht es dann zurück nach Kobo. Kreuz und haben wir wieder so ein bisschen was gefunden, ne? Wird schon auch wichtig sein irgendwann. Und ja, dann in der nächsten Folge gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Mit Star Wars Jedi Survivor. Da kann ich vielleicht mal mein Lichtschwert und so mal ein bisschen umändern. Vergesse ich immer. Oder ich bin irgendwie nie in so einem richtigen Ort, wo ich das machen kann. Na gut, jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hattet, bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ganz ruhig, Karl. Ganz ruhig.